und herzlich willkommen hier auf ldrmeetup.com. Heute mal mit etwas Neuem, nämlich mit einem Book Review, mit einer Bücherrezension. Und was wäre da wohl passender, als mit einem Fotobuch natürlich zu beginnen? Ihr könnt es hier schon am Cover sehen, Ansel Adams, 400 Photographs. Wurde editiert von Andrea G. Stillman. Ist etwa DIN A4 groß, nur dass man so in etwa einen Größenvergleich hat. Lässt sich aufklappen am Innentext. Kurze Erklärung, wer ist Ansel Adams, was waren so seine Stationen im Leben. Geboren 1902, gestorben 1984. Zeigt dieser Bildband Werke aus allen seinen Schaffensperioden, sage ich jetzt einmal. Ich habe mir da ein bisschen was dann noch dazu rausgeschrieben. Also hier sieht man mal Ansel Adams selber auf seinem Auto mit seiner Kamera. Also das war alles andere als klein, diese Fachwerkkamera im Yosemite Nationalpark. Erschienen bei Little Brown & Company. Ich habe es über Amazon, glaube ich, gekauft, das Buch. ISBN-Nummer blende ich dann noch am Schluss ein und alle Daten, die dazugehören. Hier kurz die Übersicht zu seine Schaffensperioden, groß eingeteilt. Hinten nach dann noch ein paar Infos zu ausgewählten Fotografien. Das ist auch ganz nett, wo dann so Gedanken dahinter stehen oder warum dieses Bild entstanden ist. Aber interessant ist in Wirklichkeit dieser Teil. Zu Beginn, man sieht 1916 hat das so begonnen, das war eins seiner ersten Bilder des Half-Domes im Nationalpark, im Yosemite Nationalpark. Hat da mit seinem Vater dann ein Fotoalbum erstellt noch mit selbstgemachten Bildern. Also 1916, da war er gerade mal 14 Jahre alt, hat er bereits begonnen. Er hat dann selber seine frühen Schaffensperioden als Confused Seeing bezeichnet, also als ein Bild, das er da besonders hervorhebt, ist eben dieses, man weiß nicht, was ist das Hauptobjekt, Hauptsubjekt, hier auf dieser Seite, On the Heights, auch wieder im Yosemite Nationalpark. Ein wundervolles Foto, keine Frage, also braucht man nicht drüber diskutieren. Aber was ist so, dass das Hauptobjekt in diesem Bild, es könnte der Baum sein, es könnte die Landschaft sein. Das hat er selbst dann, besonders nachdem er einige seiner Bilder ausgestellt bekommen hat, in der Galerie von Alfred Stieglitz, das war 1936, da hat er das eben auch rückblickend bemerkt und hat sich da dann vorgenommen, dass er eben seine Bilder so sauber, präzise könnte man sagen, und ehrlich wie möglich machen möchte. Also, he wanted to make the photography as clean, as decisive and as honest as possible. Was sich dann in einem wundervollen Bild, also das ist auch ein Haufen anderer schöner Bilder, wieder der Half Dome, hier auch so alltägliche Szenen. Aber dieses eine besondere Bild, ein Espenhain, also ein Birkenhain, das ist wirklich ein Bild, das man auf sich wirken lassen muss hier. Das ist wirklich, ja, was soll man dazu sagen? Es ist einfach, ich frage mich immer, wow, wie hat er das hinbekommen? Also es ist wirklich, er schreibt dazu, es war am Abend im Herbst, also ich nehme mal an, da wird die Sonne gerade wunderschön hingeschienen haben, um diese Birken so wirklich so herauspoppen zu lassen. Wirklich ein wundervolles Foto. Also so, das waren dann die Fotos, so wie er es gerne machen wollte oder begonnen hat, sich zu ändern. Es sind noch viele, viele andere Fotos auch teilweise von Menschen, aber sein Hauptaugenmerk war die Natur.
Hier sieht man in Nationalparks, also er hat viel für die in den diversesten Nationalparks in Amerika fotografiert. Grand Canyon. Alles mit teilweise unterschiedlichen Kameras. Meistens hat er eine große Kamera mitgehabt. Da war es nicht so schnell, ach, Foto machen und weiter zum nächsten. Da braucht man dann schon mal eine halbe Stunde vielleicht für die Bildkomposition alleine. Hier wunderschön gerade der Horizont. Grand Canyon, die Schattenwürfe einfach wundervoll. Ich muss sagen, ich hab letztes Jahr ja eine Foto-Challenge auch gemacht mit Michael. Wir haben ja auch ein bisschen darüber berichtet. Und eines der war auch immer Landschaft dabei als Thema. Und bei diesem Bild, weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht, nein, spiegelt eh nicht. Da habe ich auch eins gemacht im Zuge dieser Challenge. Aber das Bild, was mich von ihm inspiriert hat, dann für das Bild, das ich dann in der Challenge verwendet habe, war dieses Yosemite Valley. Ich glaube, das ist ein ausgesprochen bekanntes Foto. Wird auch in verschiedensten Fotoblogs und Fotoforen verwendet, um auch das Zonensystem zu erklären, um die unterschiedlichen Helligkeitsstufungen. Wir haben hier was Dunkles, Helles, hier wieder dunkel, hell, also immer abwechselnd. Da gibt es hunderte Artikel darüber. Das hat mich da auch inspiriert, das Foto von der hohen Wand zu machen. Ich will mich jetzt nicht mit Ansel Adams vergleichen, aber das ist doch was, was mich sehr fasziniert und was ich auch gerne können würde. Sind da noch viele andere Bilder, also wenn ich hier einfach irgendwo etwas aufschlage wieder. Wundervolle Landschaftsbilder. Besonders bekannt dürfte auch dieses Bild hier sein. Was ist das? Na, Moon, den Mountain, McKinley. Sieht man auch richtig, ich weiß nicht, ob man es am Film den richtig sieht. Hier ist der Mond. Also das ist, man muss das Buch einfach vor sich haben, um das wirklich in seiner ganzen Pracht genießen zu können. Also das ist hier nur ein billiger Abklatsch. Hier, El Capitan, den hat er öfter fotografiert, diesen Berg. Hat jetzt nichts mit dem, also das Betriebssystem von Apple ist der Name wohl inspiriert von diesem Berg. Hier sieht man, er hat verschiedene Kameras verwendet, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Standorte, verschiedene Jahreszeiten, um da auch ganz verschiedene Stimmungen einzufangen von ein und demselben Objekt, wenn man so möchte. Hier auch wieder Berge, Bäume, nicht Berge. Hier kommen wieder Berge, wieder El Capitan. Also man sieht hier auch ganz, ganz schön. Hier eher flauerige Kontraste. Man sieht es, wie gesagt, am Video wahrscheinlich bei weitem nicht so gut, weil die Sonne mehr oder weniger von vorne kommt. Hier dann wieder stärkere Kontraste, weil die Sonne doch von der Seite und von hinten kommt. Also einfach wundervoll. Ein wundervolles Buch. Kann nur jedem empfehlen, wenn ihr die Chance habt, dieses Buch irgendwie zu erwerben. Sollte noch wieder Halfdome. Ganz ein anderer Blickwinkel. Wenn man irgendwie das Buch bekommen kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das zu holen. Wieder Birken, die haben es ihm angetan. Schöne Bäume. Da hinten dann eben, wie gesagt, die mache Erklärungen hier dazu. Hier zum Beispiel eben dieses Bild mit den Birken, wo eben auch drinnen steht, dass er in dieser Galerie von Alfred Stieglitz, der eben auch Georgia O'Keeffe, seine Malerin, mit der er verheiratet war, also nicht der Ansel Adams, sondern Alfred Stieglitz, ausgestellt wurde, und da war er eben sehr, sehr geehrt, hat er sich sehr geehrt gefühlt dadurch. Hier auch Nationalpark, wie gesagt, das hatten wir schon, oder? 123, nein, ich glaube, das Bild habe ich noch nicht hergezeigt. Das ist auch, ich glaube, das ist das Bild, was wirklich auch jeder kennt. Und sagt, ja, kenne ich. Das ist auch von Ansel Adams hier. Ich schicke das jetzt mal in die Mitte, dass man das wirklich richtig schön sieht. Also, das ist wirklich ein ganz ein, nach einem Wintersturm
verziehen sich die Wolken, frisch gefallener Schnee. Einfach ein wundervolles Bild. Wundervoll. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das über Amazon gekauft. Hinten dann nochmal kurz ein. Gibt auch eine App, die habe ich selber aber noch nicht ausprobiert. Ein wundervolles Buch mit dem Werk von, mit seinen Werken. Und wie gesagt, kann nur jedem empfehlen. Holt euch das Buch, ist nicht zu teuer, habt dafür, weiß nicht, 40, 50 € oder so bezahlt, 400 Bilder von ihm, die wundervollsten, die bekanntesten, teilweise auch sehr unbekannte, alles Schwarz-Weiß-Bilder in dem Buch. Ich weiß gar nicht, ob er jemals in Farbe fotografiert hat, ich glaube schon, aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ein wundervolles Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Und kann man sich Inspirationen holen. Wie gesagt, die beiden Bilder, die ich da gemacht habe für die Challenge, sind aufgrund seiner Fotos, aufgrund seiner Inspiration entstanden. Zugegeben, seine Bilder sind da schon von der Qualität her deutlich über meinen, aber man muss sich halt daran tasten, man hat halt so seine Vorbilder und seine Fotografen, auf die man, zu denen man aufblickt. Und Ansel Adams ist definitiv einer der ganz, ganz großen Fotografen.